für die Fraktion Die Linke. Werte Kolleginnen und Kollegen, der Antrag, den die Regierungskoalition hier vorgelegt hat, hat einen wirklich vielversprechenden Anfang, dem ich aus vollem Herzen zustimmen kann. Ich zitiere: Zu Beginn des 21. Jahrhunderts ergibt sich die Chance, unsere Mobilität neu zu denken. Schwindende Ressourcen und die Veränderung des Klimas werfen die Frage auf, wie wir in Zukunft nachhaltige und bezahlbare Mobilität gewährleisten wollen. Zitat Ende. Die Antwort allerdings, die Sie geben, ist völlig unbefriedigend. Konkret schreiben Sie: Ziel der Bundesregierung ist, dass bis zum Jahr 2020 mindestens 1 Million Elektrofahrzeuge auf den Straßen fahren. Als Tiger gesprungen und sogleich als Bettvorleger gelandet. Und das ist nicht komisch, sondern es ist ziemlich tragisch. Denn tatsächlich wäre ein umfassendes Programm notwendig, um die Mobilität nachhaltig zu gestalten. Der Kollege Jung hat vorhin einiges davon angesprochen, aber in dem Antrag findet sich gar nichts. Es geht nämlich darum, dass auch in Zukunft alle Leute, all die Orte, an denen gesellschaftliches Leben stattfindet, erreichen können, auch wenn das Benzin erheblich teurer wird und ohne dass sie dabei das Klima und die Umwelt zerstören. Dafür wären vor allen Dingen neue Perspektiven bei der Raumplanung und für regionale Entwicklung notwendig, damit die Wege kürzer werden und der Verkehr reduziert wird. Wir müssen die Zutaten für einen Joghurt nicht aus ganz Europa herankarren. Und es muss auch nicht sein, dass die Kinder immer weitere Schulwege und die Eltern immer weitere Wege zur Arbeit haben. Das Schlimme ist aber, dass Sie daran festhalten, dass immer mehr, immer höher, immer schneller, immer weiter gefahren werden muss. Wir haben heute Morgen in der Sondersitzung mit Verkehrsminister Ramsauer zur Überprüfung der Bedarfspläne für Straßen und Schienen gesessen. Auf der Grundlage dieser Bedarfspläne wird entschieden, was mit Bundesmitteln gebaut wird. Und da stellen Sie fest, dass weitere 5.500 Straßenkilometer betoniert werden sollen. Sie gehen davon aus, dass in den nächsten 15 Jahren unsere Bevölkerung zwar schrumpft, aber dass die Zahl der Autos trotzdem um 13% zunimmt. Das heißt, die 1 oder 2% Elektroautos, die Sie als Klimaretter hier preisen, werden glatt überrollt. Das ist nicht mal ein Tropfen auf dem heißen Stein, was Sie hier anbieten. Im Straßenverkehr muss die Bundesregierung zügig und konsequent dafür sorgen, dass die CO2-Werte runtergefahren werden, und zwar unabhängig von der Antriebstechnologie. Das Umweltbundesamt hat ganz konkrete Maßnahmen vorgeschlagen, wie man den Spritverbrauch mit der vorhandenen Technik um 30% reduzieren könnte. Aber Sie machen das Gegenteil. Sie verhindern auf europäischer Ebene, dass harte CO2-Obergrenzen festgelegt werden, damit die großen deutschen Autos weiterverkauft werden können. Sie denken überhaupt nicht daran, das Dienstwagenprivileg infrage zu stellen, obwohl da auf Kosten der Steuerzahler gerade die großen Maschinen gefördert werden, mit dem großen Spritverbrauch, mit dem hohen CO2-Ausstoß. Und mit Ihrem Effizienzlabel, das wollen Sie ja auch, bekommt sogar ein Porsche Cayenne, der 12 Liter pro 100 Kilometer verbraucht, die Bestnote. Das finde ich ausgesprochen traurig. Das hat mit Nachhaltigkeit überhaupt nichts zu tun. Wir fordern Sie auf, dass Sie ein Programm entwickeln, wie mit diesem Auto-Wahnsinn auf vernünftige Weise ein Ende gemacht werden kann. Die Unternehmen haben hohe Renditen eingefahren. Es ist nicht die Aufgabe des Staates, ihnen jetzt Entwicklungskosten abzunehmen oder die Produkte zu subventionieren. Stattdessen müssen die öffentlichen Mittel dorthin gelenkt werden, wo übrigens Elektromobilität seit 120 Jahren Standard ist, wo sie einen viel besseren Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Bei den Bahnen, bei den Straßenbahnen, bei den Bussen, übrigens Trolleybusse, eine hervorragende elektromobile Form, die in unseren Städten abgebaut worden ist, in anderen Städten eine neue Blüte erlebt. In dieser Weise würde Steuergeld vernünftig eingesetzt und würde allen zugutekommen. Und nicht nur den Kaufkräftigen, die sich ein Elektroauto als Zweit- oder Drittwagen leisten können. Besten Dank.